Willkommen zurück zu God of War Chains of Olympus. Beim letzten Mal haben wir die Stadt hier versucht zu beschützen. Attika oder sowas heißt sie. Oder Akten oder... keine Ahnung. Hab's vergessen. Ja, und sind jetzt einen großen Basilisken hinterher, der die Stadt wohl so ein bisschen verwüstet. Schauen wir mal, wo der ist. Ich würde jetzt sagen, ja, ich habe ihn gefunden, aber er hat mich gefunden. Es geht. Das ist mal grob. Und es stinkt nach Fisch. Nach vergammeltem Fisch. Ja, Feuer kann ich auch. Guck. Da holt er schon ab. Was da los? Hey. 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 Die muss da rankommen. Jetzt. Ja, okay. Wie, die Bestie ist noch nicht erlegt. Geht aber besser hier. Nicht mich essen. Und jetzt die andere an? Nee, dieselbe, okay. Ja, ja, ja. Wie viel Feuerschaden willst du? Ja. Und immer schon drehen. Anderen Turm auch runter. Zack. Radikale Umstrukturierung in dieser Stadt. Der Bürgermeister. Ach nee. Irgendwie nicht so. Okay. Lass das mal. Juhu, ich habe ein Reittier. Er wollte nicht. Erlegt ist erlegt. Getreu seiner Verpflichtung gegenüber den Göttern tötete Kratos den Basilisken der Perser. Doch war dieser kleine Sieg nicht genug für den Mann, der inzwischen als Geist Spartas bekannt war. Ist das alles, was ihr von mir verlangt? Mehr wollt ihr nicht von mir? Die Sonne vom Himmel stürzte und die Welt im Dunkel versank, wusste Kratos, dass dies kein Zeichen der Götter war. Was geht hier vor? Kratos wandte sich dem glühenden Horizont zu und ging in Richtung des rätselhaften Lichts. Doch dahinter verbarg sich mehr, als er ahnen konnte. Großes Loch an den Tempel. In Dunkelheit erwachte Morpheus. Erwachte Morpheus, Gott des Traumes, in einer Welt, in der er und nur er alle Macht besaß. Ein schwarzer Nebel überrollte das Land und hüllte alles ein, was er berührte. Und wieder, ähnliches Problem wie auch in Teil 2 oder auch anderen. Im ersten Teil war es, glaube ich, auch schon, ne? In-Game-Synchro ist einfach sehr leise. Aber wir haben es ein bisschen durchgestanden. Wir schaffen es auch noch beim Rest. Diesmal haben wir wenigstens Untertitel.
Das war vorher nicht. Die Stadt Marathon. Okay. Hey. Keine Ahnung, wo ich nicht gehe. Ich gehe einfach. Das kann ich. So, was ist hier? Mir jede Menge von diesen. Ich möchte gerne Skelettkrieger, geisterhafte Krieger. Die dunklen Schemen. Wo kommst du denn? Ach, dich habe ich vorhin nicht getötet, ne? Ja, okay. Überredet. Lass das. Nett. Brauche ich? Ne, brauche ich gar nicht. Der Himmel schlumpft. Selbst Kratos spürte Morpheus Macht in Form einer seltsamen Melodie, die ihn verfolgte. Okay. Also die Melodie war nur ganz leicht zu hören. Und jetzt auf. Okay. Da komme ich wohl niemals lang. Was haben wir hier? Wir haben eine Fackel. Ach, Scheiße. Eine Medusa. Das war ein Scheißer. Könnte auch eventuell keine Medusa gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist ja nur rumgeschrien. Noch ein Gorgonenauge. Die Fackel ist an. Die Fackel ist an ihrem ursprünglichen Ort. Ja. Mach ich damit das Tor hier dicht? Dann kommen trotzdem die Viecher. Und das sieht es gerade so aus. Was hat? Okay. Wozu kann ich die Fackel da holen? Die brauchen tieferen Sinn haben, oder? Hm. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir das noch aus, wo ich die da hinbringen soll. Hey. Ja, ist ja gut. Ah, ich brauche die hier, um da durchzukommen. Ah. Wir brauchen Feuer. Deswegen brannte auch vorhin die Kiste. Na dann. Bin schon fast da. Wow. Okay, brauch nicht das Ding. Ach, ich muss dann den Wagen anzünden, ja? Okay. Warte, ich kann einfach die Fackel nehmen als Feuer gelöst. Aber das kleine Feuer von dieser Fackel reicht wohl dafür nicht aus, um mich vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Hm.
Dann zünden wir halt an. So. Dann versuchen wir nicht zu sterben. Das wäre toll. Manchmal bleibt sowas halt auch beim Versuch. Doch vielleicht nicht heute. Und weiter. Das sind alle Bogenschütze. Das da. Der hält mir viel zu viel aus. Eine Feder. Cool. Also ich kriege ganz schön schnell ziemlich viel von den ganzen Zeugs. Entweder das Spiel ist tatsächlich sonderlich lang. Oder du wirst einfach am Anfang zugeschmissen mit dem ganzen Zeug. Ein Säbelzahntiger. Oder so. Völlig neue Gegner. Sein lassen. Feuer ist schon sehr effektiv gegen das Ding. Okay. Hat er hier was Tolles bewacht? Ja. Nichts, wo ich hin kann. Dann halt nicht. Hey. Ich mag den Angriff irgendwie. Ich finde es auch schön, dass du mehr oder weniger in jedem Teil dieser Reihe bisher zumindest immer andere Fähigkeiten bekommst. Das ist nicht immer dieselben Magie-Dinger sind. Ja, du hattest jetzt in beiden Teilen irgendwie Medusa-Hand. Zum Versteinern von Gegnern. Und hat das Blitz Bogen. Aber ansonsten. Die Fähigkeit anscheinend schon ein bisschen. Was steht denn da? Das Schreien der feurigen Rosse. Die feurigen Rosse sind die Winde des Himmels, die den Sonnenwagen des Sonnengottes Helios ziehen. Okay. Boreas, der Nordwind. Hier ruht Boreas, der Nordwind, der den Weg des Sonnenwagens leitet, und seine Brüder Zephyros, Eurus und Notos auf ihrer ewigen Reise führt und die Sonne über den Himmel zieht. Helios Tempel. Als Kratos sich dem Tempel näherte, erkannte er, dass seine Aufgabe größer als er geahnt. Ja, aber. Was hier ist? Muss ich das später machen? Kann das in beide. Nee, ich kann das nur in eine Richtung verschieben. Dann denke ich mal, das wird etwas sein für später vielleicht. Hm. Abwarten. Erneut erklang die seltsam schwebende Melodie durch Morpheus' schwarzen Nebel hindurch und verfolgte Kratos. Lassen. Die olle Schlangendame hier, weißt du? Ich meine auch, sie ist die coolste. Aber das ist sie nicht. Lass den Mist so. Wir können unsere Klingen aufwerten, fällt mir gerade ein. Machen wir auch. Geist des Herkules 3x3, Mut des Herkules 2x3, einmal Quadrat und Imperiums Macht. Okay. Was soll ich mir merken?
Okay. Okay. Das mache ich eher zufallsbedingt als wirklich gezielt. So, hier mal hochklettern. Treppe hoch? Ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, hier sind wir richtig. Der Tempel, auf dem Kratos stand, war der Sonnenwagen des Helios. Jener Wagen, den die feurigen Rosse täglich durch den Himmel zogen, damit das Licht des Helios auf die Menschheit herabscheinen konnte. Kratos. Athene, was bedeutet das alles? Kratos, die Zeit ist sehr knapp. Der Olymp braucht dich. Ich habe genug von den Wünschen der Götter. Ich habe alles getan. Befreie mich endlich von diesen Albträumen, Athene. Nicht du kannst bestimmen, wann dein Dienst für uns endet. Du wirst dir deine Freiheit verdienen. Mit der Zeit. Doch jetzt braucht er solche Lügen. Deine bedingungslose Loyalität. Der Gott der Sonne, er wurde vom Himmel geraubt. Der Tempel, auf dem du stehst, ist Helios Sonnenwagen. Ohne ihren Herrn an den Zügeln haben die feurigen Rosse den Sonnenwagen zum Absturz gebracht. Und ohne Helios hindert niemand Morpheus daran, die Macht für immer an sich zu reißen. Viele Götter sind in einem tiefen Schlaf gefallen. Bald werden alle dem finsteren Griff des Morpheus erliegen. Was soll ich dagegen tun? Du musst Helios finden und ihn zurück in den Himmel bringen. Sonst ist die Welt der Götter und die der Menschen für immer verloren. Nur sein Licht kann sie schmälern. Die Macht des Morpheus. Athene! Athene! Okay. Also müssen wir jetzt zusehen, dass wir den Tempel wieder in die Luft kriegen. Gucken wir hier mal wieder an. Bumm, ne? Hier ist nichts, was ich machen kann. Okay. Dann gehen wir da unten die offensichtliche Stelle lang, wo auch der Speicherpunkt ist. Oh, da ist noch eine Kiste. Die nehme ich natürlich auch sehr gern. So. Speichern könnte ich. Ich tue es jetzt nicht. Machen wir später. Zum Folgenende. Oder so. Schimmernde Objekte kann ich bestimmt zerstören. Ziegenwesen. Ich glaube, es hackt. Ziegenmenschen brauche ich nicht. So. Kommen wir jetzt zu dem anderen dahin. Ich glaube, das ist ein Problem für gleich. Ich glaube, diese Feuermagie ist definitiv auch es wert, dass wir sie aufwerten. Man kann natürlich sein, dass wir auch noch andere Magie-Dinger kriegen, die halt dann auf die anderen Tasten gelegt werden oder so. Oh, ein Hebel. Jetzt einmal komplett rumlaufen. Okay. Und dann zu dem einzigen Menschen da vorne hin. Komm mal her. Gibt es denn hier noch was zu tun, bevor ich jetzt hier... Oh. Hier ist nicht viel zu tun. Hier ist nämlich nicht viel Tempel. Hey, mehr Magie. Yeah. Bevor ich mehr Leben zusammen kriege, erstmal mehr Magie. Ist neu.
Hab bestimmt irgendwo was übersehen. Bestimmt dort, wo ich gerade hätte hingekonnt noch, ne? Statt hier die Statue hochzuklettern. Warte, ich muss ja runter mit dem Fahrstuhl, ne? Und tschüss. Wie weit willst du den Weg machen, um einen Gegner zu töten? Ja. Er lebt ja noch. Jemand hat da Feuer hingelegt. Lass das mal. Hast du das? Ah, da ist auch noch einer. Hey. Bin ich weggelaufen hier? Habt ihr aus Diablo abgeguckt? Fast da, bei dem einen da. Genau. Ich meine ich. Lass ihn da. So, mach dir bestimmt diese mittlere Tür auf. Mit Glück auch die vor uns. Oder auch nicht. Hätte ich das schon vorher gekonnt? Ich frage ja nur. Man sollte man vielleicht das Offensichtlichste zum Erst machen. Komm ich da durch? Nee. Dann gehen wir hier lang. Keine Kisten? Keine Kisten. Oh, hier. Moins, 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 moins. Großer, großer Raum. Oh nein, Harpien. Deine Mini-Harpien hier. Harpien-Küken sind das doch eher. Was steht denn da schon wieder? Der Tempel des Helios. Der Tempel des Helios liegt auf dem Sonnenwagen und ist die Heimat des Sonnengottes Helios. Gezogen von feurigen Rossen erscheint er jeden Tag im Osten und fährt gen Westen, wo er bis zum nächsten Morgen ruht. Nebel. Hebel hebelt Dinge aus. Oder öffnet Türen. Okay. Neuer Gegner betritt das Schlachtfeld. Lass das. Hey, ich hab gesagt, lass das. Renne in der Hölle. In diesen Tiefen des Tartarus. Und ihr auch. Okay. Mist. Besser. Das war's schon. Einfach. Das ist jetzt wo? Weiß ich, kann Fragen stellen, ne?
noch so eine Statue. Mit noch so einem Hebel. Oh, dann komme ich da durch. Passend. Gut. Oh. Hier sind wir auf der anderen Seite von da, wo ich gerade den Hebel betätigt habe hier. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle passend eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von God of War Chains of Olympus. Dann wieder. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.